Herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial, ja, zum Thema Klicktipp und Widgets. Ja, was bedeutet das Ganze? Vor einigen Monaten hat der E-Mail-Marketing-Anbieter Klicktipp hier unten, wie du siehst, auf einem meiner Webprojekte, zeige ich dir das Ganze jetzt mal, hier diese sogenannten Widgets eingeführt. Die kann ich überall hier auf meiner Webseite positionieren, entweder hier unten links, hier in der Mitte, oben rechts oder wo auch immer ich das möchte. Und was hat es damit auf sich? Ja, dadurch kann ich hier wunderbar, wie du siehst, zusätzlichen E-Mail-Listenaufbau betreiben. Das heißt, ja, zu meinen anderen Optionen, wie zum Beispiel vielleicht ja, Pop-up-Slider, Windows oder ja, die sonstigen E-Mail-Felder, die man sonst hier anbietet auf der Webseite, die Opt-in-Felder, kann ich das Ganze hier durch Widgets, durch diese sogenannte Widget-Technik noch verfeinern. Indem der Interessent hier, indem ich dem was Schmackhaftes anbiete, hier zum Beispiel ein gratis Freebie hier zum Bereich digitale Infoprodukte, dann kann er hier seine E-Mail-Adresse hinterlegen und kann dann hier kostenlos abonnieren. Insgesamt habe ich hier schon über 1100 Leute in meiner E-Mail-Liste zu diesem Thema drin. Und da möchte ich ganz kurz zeigen, wie geht das hier mit den Widgets genau, dass die hier so aufpoppen oder wie kannst du das umsetzen? Ja. Zunächst geht man natürlich in seinen E-Mail-Account rein bei Clicktip, geht hier auf Neues List-Building hier oben und dann kannst du hier schon die verschiedenen Arten ja, von Opt-ins auswählen und dann klickst du einfach hier auf Widget drauf. Siehst du hier unten schon? Und dann kann ich hier einfach einen entsprechenden Namen anlegen und ja, dann kannst du dieses Widget loslegen. Ich gehe jetzt mal in Bestehendes rein, um dir das zu zeigen. Gehe hier in die Übersicht rein. Und dann sehen wir hier schon Widget. Und dann gehen wir hier mal rein. Dann siehst du, ich habe das Ganze entsprechend hier, ja, Online-Shop-Widget genannt, digitale Infoprodukte. Das ist das Thema, was ich ja, da anbiete. Dann verbinde ich das Ganze mit dem Double-Opt-In-Prozess für das E-Mail-Marketing, damit derjenige sich auch eintragen kann und das per E-Mail dann bestätigen muss, wenn er sich zum ersten Mal in deinen E-Mail-Verteiler einträgt. Dann habe ich hier nur das Feld E-Mail-Adresse gewählt. Das siehst du dann, ist das Feld hier rechts. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch, wenn ich mehr abfragen möchte, auch noch den Vornamen oder den Namen anfordern. Dann tue ich das entsprechend einfach ja, hier hinzufügen, über Felder hinzufügen. Zum Beispiel Vorname oder Nachname oder was ich von meiner Zielgruppe eben wissen möchte. Und dann erscheinen hier dann halt zwei Felder. Gängig ist aber meistens nur die E-Mail-Adresse anzufordern. Ja, wie kann ich das Ganze jetzt hier aufbauen? Dann siehst du hier, ich kann jetzt hier die Farbe des Widgets bestimmen. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt hier so gelb mache, dann oder so grünlich, dann ändert das hier die Farbe zum Beispiel. Ich kann hier das Feld abändern von kostenlos abonnieren, zum Beispiel jetzt durchstarten, erscheint dann jetzt hier. Dann kann ich diesen Button-Swoosh, diesen Kreis, der nochmal die Aufmerksamkeit erhöht, den kann ich nehmen oder auch nicht. Zack. Dann kann ich auch die Farbe des Buttons ändern. Wenn ich das jetzt violett zum Beispiel haben möchte, dann habe ich das hier hinten violett und den Button-Swoosh auch. Dann kann ich hier auch noch gucken, ob ich das Ganze mittig oder eher hier zum Beispiel linksbündig haben würde. Mittig macht natürlich hier mehr Sinn. Dann kann ich die Textfarbe des Widgets hier noch ändern. Das ist momentan auf weiß eingestellt. Dann die Farbe der Überschrift ist jetzt hier blau, wie du siehst. Das könnte ich auch hier entsprechend über den Farbregler ändern. Dann ist jetzt, ja, ist nochmal ein kleiner Call to Action. Jetzt Insider Wissen gratis sichern. Kann ich hier entsprechend den Spruch abändern. Auch hier wieder die Farbeinstellung. Und ja, auch diesen Zähler hier, du siehst, da sieht man immer, wie viele Leute in der E-Mail-Liste drin sind. Also wer da schon einige Leute drin hat, der sollte den auf jeden Fall anzeigen lassen. Wenn ich jetzt den Haken hier rausmache, dann siehst du, ist hier der Anzeiger weg. Aber den sollte man hinmachen, wenn man genügend hat. Jetzt müsste er wieder da sein. Zack, da siehst du wieder, 1134 Leute sind in meinem Verteiler drin. Hier kann man den Text dann noch entsprechend anpassen. Da habe ich geschrieben, bitte bereits so und so viele Personen ja, hier eingetragen. Das kann man natürlich auch individuell anpassen. Wenn man noch ein bisschen Affiliate Marketing machen möchte und Clicktip weiterempfehlen möchte, dann kann man hier das entsprechend so angeben. Wenn man das nicht möchte, macht man hier einfach den Haken raus. Und dann siehst du hier,
ist das entsprechend ja weg. Und ja, wenn ich dann hier zufrieden bin und das alles nach meinen Bedürfnissen angepasst habe, wichtig ist auch noch, bevor ich es hier vergesse, dieses Widget, wie du es ja hier siehst, das ist jetzt bei mir immer eingeblendet hier, wenn jemand auf die Webseite kommt. Das kann ich auch nochmal einstellen, indem ich hier zum Beispiel festlegen kann, das Widget soll erst nach 5 Sekunden geöffnet werden, nach 10, nach 15, bis zu 120 Sekunden Verzögerung, je nachdem, wie lange der Besucher sich auf deiner Webseite aufhält. Ist natürlich 120 sehr optimistisch dann. Da musst du wirklich guten Content, problemlösungsorientiert liefern, wenn die Leute dann so lange da drauf bleiben. Aber sollte natürlich der Ansporn sein. Ich habe es jetzt hier Widget sofort öffnen, dass es immer angezeigt wird. Dann kann ich hier am Ende speichern oder auch nicht speichern. Ich möchte das jetzt erstmal nicht speichern, weil sonst zersägt es hier mir meine Einstellung. Deswegen gehe ich mal auf Abbrechen. Jetzt gehe ich aber wieder rein, um dir zu zeigen, wie du diesen Quellcode ja, hier in deine Webseite, in deine WordPress-Webseite einbaust. Das ist der Code. Der Code, den kopierst du einfach. Steuerung C oder rechte Maustaste kopieren. Dann gehst du in dein Webprojekt rein. Und zwar hier unter dem oder dem Punkt bei WordPress Design und Widgets. Und dann kannst du die hier entsprechend festlegen. Am besten in Footer habe ich das reingemacht. Zum Beispiel dann hier rein. Geh hier rein. Und hier siehst du, habe ich das Ganze dann reinkopiert. Also der Code. Hier ist er. Kopieren und einfach hier reinsetzen. Absätze automatisch hinzufügen, am besten aktivieren, damit das Ganze noch sauber geschieht. Dann gehe ich hier auf Speichern und dann, ja, ist das quasi fix und fertig hier unten rechts in deiner Webseite drin. Und du kannst hier wunderbar E-Mail-Listenaufbau betreiben, deine Conversion Rate steigern. Ist sensationell gutes Tool. Seitdem ich das nutze, ja, habe ich noch viel höhere, ja, Eintragungsquoten. Das kann man jetzt hier zum Beispiel auch nochmal sehen in meinem E-Mail-Account. Möchte ich dir nochmal zeigen, dass es dort doch wirklich interessante Tage auch gibt, die dabei sind. Hier oben in, nee, da muss man hier auf die Heimseite, genau, auf die Homepage. Und dann siehst du hier zum Beispiel, habe ich an einem Tag 5 Eintragungen, hier 4, hier so, hier auch 5. Und siehst hier, die Orangen sind die Austragungen. Ganz, ganz selten trägt sich jemand aus meinem Newsletter aus. Das heißt, ich habe hier jeden Tag neue Lead-Generierungen und seitdem ich das einführe, ja, jeden Tag regelmäßig, einfach nur durch diese Widgets, die das Ganze nochmal erhöhen und regelmäßig neue Leads für mich generieren. Vollautomatisch, 24 Stunden am Tag. Ist eine super Geschichte. Ja, kann ich dir auch nur dringend empfehlen, das hier auf deine Webseite einzubauen. Hier, wenn man hier das weg-X geht, das wird das wieder klein und die Leute werden natürlich neugierig, wenn die hier unten sowas sehen, dann klicken die hier drauf und dann sehen die sofort, wow, okay, zack, das ist was für mich. Hier trage ich mich ein mit einem Klick, kostenlos abonnieren. Und ja, super Geschichte. So, ich hoffe, dir hat das ja, kleine Klicktipp-Tutorial von mir gefallen. Ich würde mich über einen Daumen von dir nach oben freuen. Ansonsten, ja, wir sehen uns im nächsten kleinen Videotutorial. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deinem Klicktipp-E-Mail-Marketing. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.